Die Latte liegt hoch und ist auch gut so. Legen wir los. Genau. Mal schauen, ob wir die Latte finden. Ich bin auch überrascht, weil ihr hängt immer noch kein Schild von mir. Ich muss draußen bleiben. Letzte Alexander, künstlerisch noch nicht einschätzen. Ich glaube, er sucht was mit Löffeln. Alex, suchst du was mit Löffeln? Und da beim Kartoffelsalat auf jeden Fall Gurke. Ganz schlimm ist es ja, wenn am Teller was übrig bleibt. Ja, was soll bei den Portionen übrig bleiben? Also. Ich glaube, ich hab's aber verstanden. Ja. Ja. Und jetzt, wo man mir das sagt, dann verstehe ich auch, dass das eine Brust, also kann man ja sehen. Ja. Ganz kurz beim Ferkel. Wenn man noch eine Luftmatratze braucht für nächstes Mallorca oder Opien? Ja. Gruppe verloren, da haben sie bestimmt bei mir gedacht, kalkulierbarer Verlust, jetzt geht's endlich mal vorwärts. Einen Ticken zu dirty. Also es muss schon immer irgendetwas sein, wo ich das Gefühl habe, das kann ich nicht. Wird da jetzt jemand gewürgt? Oder macht man gerade Geburtshilfe? Ja. Ne? Also es ist final nicht ganz, dass ich sage, schön, aber noch nicht. Ich habe dieses Kunstwerk nur gemacht, weil ich an dich gedacht habe. Nein, du hättest wie kommen Sie Alexander Hermanns Kaninchen? Für ein Überfall. Du musst dein Essen signieren in Zukunft. Das ist es. Das gefällt mir, Alexander, ist ein bisschen 50 Shades of Grey. Was heißt vermöppelt? Das ist ein Schmuck, der angebracht wird und mitgenommen werden kann. Das Schöne ist, jetzt weiß ich auch, dass ich mit einer echten Kunststimme zu tun habe, also ich versuche mir gerade zu erklären, was vermöppeln ist und ich kapiere es trotzdem nicht. Ja. Mehr anmöppeln in dieser Welt. Man sollte mehr anmöppeln wieder. Komm, ne? Ja. Ich feiere das hier. Sagen Sie bitte der Frau Möppel, schöne Grüße. Das nehme ich auf alle Fälle als das nicht. Das ist ein schönes Wort, Möppel. Schon beeindruckt. Sehr beeindruckt. Ich war beeindruckt von Alexander Hermann. Nicht nur Kunst am Teller, er hat auch Kunstverständnis tatsächlich. Naja, also. Doch, ich war beeindruckt. Also, wenn es gespielt war, kann er sehr viel reden in kürzester Zeit, wo ich keinen Durchblick hatte. Dann wäre ich ein Radiomoderator, wenn ich will. Ich stelle dich ein.